Sie entwickelte sich immer mehr zum Elex-Überwesen, aber entwickelte dadurch unglaubliche Kräfte. Na, okay. Wir sind einfach mal für sie da. So. Weil sie auch echt nett ist. Also egal ob Verlorene oder Häscher oder sonstiges, egal ob es Mana-Kreaturen sind oder Elex-Kreaturen sind, es sind eigentlich immer Kreaturen, die Unholde zum Beispiel sind genauso wie die Zyklopen. So, ciao. Einfach mal einen Schädel spalten. Und die Eisenader mitnehmen, ganz wichtig. So. Die Frage ist jetzt ein bisschen, hätte ich die Kaya vorher mitnehmen sollen, dass wir praktisch den Rest da mitkriegen, oder kommt das einfach so immer so peu à peu? Was haben wir hier Schönes? Das war offensichtlich mal ein Lager, wo nicht mehr so viel übrig ist gerade. So, Elixit. Metallschwinge, Elixit, Schlafsack. Okay, das können wir mal in Ruhe lassen. Schön. Bei Wasserfällen habe ich immer das Dingens hinzugehen. Ich habe mir die Vermutung, dass da hinten was ist. Aber nicht in diesem Fall. Na gut. Dann nicht. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Wie schön das übrigens schon... Es schon wieder regnet. Es ist unfassbar. Hier, Dan ist auch nur im Regnen. Gefühlt zumindest. So, kleine Heilpflanze nehmen wir mit. Ich würde jetzt gerne mal zu dem Gebiet gehen, wo das Singen kommt. Warte mal, das war doch hier... Welcher Wegpunkt war denn das? Verbotenes Tal, hier, wo die ganzen Creeps sind. Müssen wir jetzt schnell wegrennen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Ah ja. So. Erstmal ganz kurz Heiltrank. Heiltränke, Energieregel, lalalalalala. Ich hätte doch mal ganz auf den Heiltränke. Wo sind die denn? Achtung! Heiltrank. Hier. So, Quickslot. Ah! Sensationell. Das machst du. Autsch. Kenner, das tut weh. Wo ist denn der Moloch? Autsch. Boah, dieses Viech da hinten. So, schnell mal einen Heiltrank trinken. Und speichern, nicht vergessen. Ja.
Mist. Sadom, als einzelner Eremit zog diese ehemalige was auch immer. Ach, der lebt ja wieder. Ach nee. Alter, dieses Viech, ne, macht mich echt kirre. Oh, ich hasse es. So, haben wir das. Brenn, Baby, brenn! Keine Munition mehr. Ach so, er ist ja toll. Dann mal speichern. Ich krieg dich schon noch. Alter! Ich frage mich übrigens, wie viel stärker man sein muss, dass man das Viech einigermaßen wenigstens tot kriegt. Ja. Harter Schlag ist super. Oh, jetzt habe ich den Halt reingetrunken, wollte ich eigentlich gar nicht. Achtung! Ja. Na komm. Alter, gib mir das auf den Sack, echt. Ich weiß, dass das Viech zu stark für uns ist, ne? Aber das ist halt schon echt langsam echt nicht mehr feierlich. Mann, jetzt stirbt doch endlich. Speichern. So. Wenn wir schon mal so weit sind. So, und ciao. Da, hört ihr das? Diese singen wieder. Das ist 100 pro das Elex, was die meint. Also wir hören es ja praktisch, auch. Also kann das nur das Elex sein eigentlich, was da mit uns Kontakt aufnehmen möchte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier unten noch irgendwas auf uns zukommt, weil... wo komme ich denn auf einmal her? So. Hat die gerade gesagt, bleib hinter mir? Das ist interessant. Na komm. Ciao. Boah, gruselig. Ja. Hätte ich jetzt, aber das sind auch meine ersten Worte, die mir dazu einfallen. So, speichern. Da hinten lag, glaube ich, eine Leiche. Die habe ich noch nicht geplündert, weil ich jedes Mal gestorben bin, als ich versucht habe, die zu plündern. Richtig? Ne, ich habe sie schon geplündert. So, das ist nur ein Generator von den Alps hier.
Machtstoß. So. Dann haben wir das. Hervorragend. Dann schauen wir mal eben. Was haben wir hier? Alter, dieses Rattengetöter, ne? Das ist echt ein bisschen ätzend. So, wo geht's denn hier lang? Ah, schön. Haufen Käfige hier oben. Ist ja toll. Aber die Kai hat hierzu nichts zu sagen. Böhm. Ah, hier. Ich dachte, dass die Kai jetzt was dazu zu sagen hat. Hier wegen dem Stimmen oder da irgendwas passiert. So. Na komm. Zum Glück ist sie diesmal selber festgepackt. Das ist schon ein bisschen ätzend. Hier war doch irgendwo ein Schlafsack, ne? Ja, hier. So, speichern. Schlafsack. Und bis morgen schlafen. Ah ja, natürlich wieder Regen. Logisch. So. Wie geht es dir? Ich bin okay. Finde ich gut. Aber da unten ist jetzt auch nichts. Ne? Ich dachte jetzt vielleicht, dass da unten vielleicht noch irgendwas ist. Weil wir hatten ja auch diese eine Aufzeichnung, dass praktisch der Moloch da unten hier hoch ins Lager schaut, weil er gefährliche Gegend vermutet, dass wir da sind. Ah, guck mal, hier ist Elex. Hier ist eine Höhle. Dann gehen wir da mal rein, hätte ich gesagt. Und bauen das Elex mal ab. So, hatten wir bisher noch keine Gelegenheit, hier reinzugehen. Hammer. Geldbündel, Rucksack. Goldbrocken. Okay. Ich finde es übrigens interessant, dass wir für die Herstellung von einem ganz großen Heiltrank Gold brauchen. So, speichern. Hallo Kumpel, der ist bestimmt wieder zu stark für uns. Patron, ja. Das ist so ein Viech wieder. So. Ich habe schon mal so einen Platt gekriegt. Ja. So, ich... Es geht los. Ja, das bringt schon mal nichts. Das wollte ich gar nicht. Ja, Hauptsache einen ganzen Haufen Mana verbraten. Hauch des Todes erhalten. So, ich guck mal eben. Erstmal speichern. Okay. Ich guck mal eben die Waffe an. Können wir natürlich nicht benutzen, weil wir zu schwach sind. So.
Au, das wollte ich nicht. So, da kommen wir drauf. Wo kommst du plötzlich her? Ich reg mich. Wo kommt denn hier plötzlich alle her? Ja, war klar. Ta-ta-ta-ta-ta. So. Die könnt ihr ruhig mal ihre Magie einsetzen. Ich war hinter dem. Ich war hinter dem und er hat mich getroffen. Na komm. Eben mal heilen. Speichern. Schweren Angriffe sind zwar mega langsam, ob die jetzt effektiv sind, weiß ich nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Muss ein paar Mal drauf hauen, dann geht es schon. Ich speichere mal lieber. Ja, ist klar. Steck die Waffe weg. Ist ganz wichtig. Na komm, jetzt habe ich dich. Nee, oder doch nicht. Verdammt, ich dachte, ich krieg den jetzt. Ich dachte, ich krieg den vielleicht, weil ich diesen schweren Schlag habe, aber... Ach ja, wie schön. Ein Träumchen. Es ist einfach nur ein Traum. Genau, liebes... Liebes Elex, sing zu mir. Steh mir bei. Aha. Ach, komm jetzt. Ich check nicht, wann der dann den mal zurückschlägt und wann nicht. Das check ich nicht so ganz. Ja. Also manchmal check ich's. Manchmal schlägt ihn dann zurück und manchmal dann nicht. Das ist... Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn.
So, schön. Er ist tot. Ja, es hat sich ja gelohnt. Na gut, viermal reines Elix haben wir gekriegt. Naja. Dann beim Kreuz hier oben, schön. Das ist echt interessant. Das war irgendeine Lagerdingens. Und dann kam aber das Viech hier unten und dann mussten sie das hier offensichtlich aufgeben. Das war so eine... Und hier kannst du dich hinsetzen dann. Also entweder waren die hier festgekettet und wurden hier dann noch gefoltert. Oder das war der Stuhl, wo man sich einfach hinsetzt und mal guckt, was die Leute so machen. Naja. So, speichern. Hier haben wir alles. Dann haben wir das hier geklärt. Ich dachte... Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja. Ich dachte, vielleicht sagt ihr hier irgendwas, weil das war das erste Mal, wo ich diese Stimme gehört habe vom Elex. Aber offensichtlich nicht. Ich kann da nichts triggern. Schade. Ja, leck mich. So. Komm, jetzt stirb endlich. Auf. La 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 la. So, und nochmal und gib ihm und hast du nicht gesehen und schau tot. So, haben wir das. Ja, dann hätten wir es hier. Schade, ich dachte, hier passiert noch irgendwas. Gefährten. Neue Erkenntnis. Okay, hier gibt's nichts. Das heißt, das Einzige, was wir momentan haben, ist die Kaya hier. Und da tut sich aber nichts. Okay. Der Rest kommt dann wahrscheinlich noch. So, besser. Kontaktaufnahme. Dann gehen wir mal nach Abessa zurück und machen mal die Mission weiter, würde ich sagen. So, speichern. Ich könnte auch nochmal mit dem Dingens reden, mit dem Rhabarber, ach, keine Ahnung, wie der heißt. Hey, du hast doch sicher ein paar Splitter für einen Veteranen. Ich erkläre dir dann auch, was du über die Stadt wissen musst. Gib ihm die Splitter, der Kerl braucht dringend ein Bad. Okay. Da, nimm. Danke, das werde ich dir nicht vergessen. Und weil du so ein gutes Herz hast, werde ich meine Kontakte spielen lassen. Komm in einem Tag wieder, dann habe ich vielleicht etwas für dich. Okay. Erzähl mir etwas über die Stadt. Also, wenn ich du wäre, würde ich den Nordteil der Stadt meiden. Da hängen ein paar wirklich schräge Vögel rum. Im Westteil sieht es da schon anders aus. Aber da läufst du Gefahr, dass dir die Kleriker in den Ohren liegen. Der Süden der Stadt ist recht ruhig. Da passiert für gewöhnlich nicht viel. Und solltest du vorhaben, hier und da etwas einzustecken, kann ich nur davon abraten. Alois ist auf Diebe nicht gut zu sprechen. Das wäre dann auch alles, was du wissen solltest. Gut. Aha. Kaum einer lässt noch etwas springen. Tja, wenn die Stadt abgeriegelt ist, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Feldarbeiter. Das ist übrigens toll, das sind, glaube ich, auch Berserker hier. Das heißt, von wir sind Setzer zu wir... Ach nee, dürften Outlaws sein. Egal. Auf jeden Fall von wir sind Setzer für Weltenherzen zu wir bauen Kürbisse an. Interessant, große Kürbisse, muss ich sagen. Hey, du. Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich hab nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Momentan ist es ruhig. Warum fragst du? Es herrscht Krieg. Momentan ist es ruhig. Ich bin mir sicher, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Aber unter meiner Kuppel kann uns nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben.
einen sicheren Hafen für alle Menschen. Mhm. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich. Ich dachte, Kleriker wollen keine unreinen Menschen neben ihnen. Aha. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich, Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Aha. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignadon? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Mhm. Ich habe eine illegale ID, die ich bei dir abgeben soll. Kann die... Nee, das machen wir auf keinen Fall. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Aha. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Ich kann die Energieregulatoren für dich reparieren. Ich kann die Energieregulatoren für dich reparieren. Danke für das Angebot, aber das ist nicht mehr nötig. Ich habe sie bereits repariert. Sie sind nur noch nicht alle eingebaut worden. Mhm. Wegen der kaputten Energieregulatoren. Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden? Wenn nur einer der Regulatoren ausfällt, könnte es passieren, dass die Kuppel eine Notabschaltung durchführt. Andernfalls könnte die Entladung dazu führen, dass gewaltige Schäden in der Stadt entstehen. Ob Entladung oder Notabschaltung, in beiden Fällen wäre die Stadt den Alps schutzlos ausgeliefert. Mhm. Wie viele Energieregulatoren sind kaputt? Na alle. Das ist ja das Problem. Allerdings habe ich bei den meisten schon für Ersatz gesorgt. Nur Lutz hat seinen noch nicht bekommen. Mhm. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Ich dachte, ihr Berserker wollt mit Technik nichts zu tun haben. So, wir sind nicht alle so. Nimm meine Hilfe an oder lass es. Deine Entscheidung. Wir sind nicht alle so. Das sehe ich. Ich bin froh, dass ihr Berserker auf unserer Seite steht. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Mhm. Ihr habe ich noch nie vertraut. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, keine Ahnung. Verstehe die Frau. Verstehe einer. Immer wieder höre ich das von dir. Verstehe einer die Frauen, ja. Das größte Mysterium neben dem Universum selbst. Stadtwache. Ach, wir müssen die Notiz noch lesen, fällt mir gerade ein. Separatistin. Drohne der Kleriker. Ja, ist ja toll. Huch, wer bist du? Berserkerin. Ah ja. Ach, Moment, wir sind nur gerade hier. Warte mal. Der Doldi steht doch hier irgendwo rum. Oder? Brawak. Hey, Brawak, altes Haus. Willst du noch mal aufs Maul haben? Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger spare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung. Hau ab! So. Haben wir das. So, am nördlichsten Energiedingens auf der Mauer. Aha. Ja, oder auch nicht. Ist es nicht am nördlichsten Dingens auf der Mauer? Der ist nicht da. Berufsschläger, bleibe recht leise im Auftrag der Krallen. Hier ist Sicherheitsmaßnahme.
Ja, das macht Sinn. Ich dachte zwar, ich bin Richtung Norden gelaufen, aber offensichtlich war das falsch. Es kommt darauf an, wie man Norden definiert, von wo man losläuft. Macht durchaus Sinn.